Achtung! Heute ist 14.27 Uhr, noch ein Tag. Wir sind in Bremen und mein Fahrrad wird Zeit, dass mal wieder sauberer ist. Es reicht. Der passt. Passt gut. Der ist super. Ja, man, wunderschöne Grüße aus Bremen. Es ist Samstag, morgen ist das Rennen. Wir fahren uns gerade noch mal eine kleine Runde Beine lockern durchs Bremer Blockland. Alter, das ist wunderschön. So. Gerade die Startunterlagen hier abgeholt und jetzt geht's nach Hause und dann geht's morgen los. Und jetzt kommt das Schwierigste von allen, diese Nummer hier wieder hinten ran machen. Ich kann das gar nicht. Janik? Scheiße. Hier seht ihr nochmal das Höhenprofil für morgen. Geht hier bei Kilometer 20 einmal auf sage und schreibe 35 Meter hoch. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es hier bei dem kleinen Anstieg sich so ein bisschen selektiert, dass man nicht wie in Hamburg bis Kilometer 80 quasi alle beieinander hat. Hier irgendwo in Bremen los und dann geht es hier in den südlichen Teil, war ich auch noch nie gewesen. Ich habe keine Ahnung, wird ähnlich wie in Hamburg. Und dann einmal hier hinten rum und hier wieder zurück und dann in die Stadt wieder rein. Melden wir dich morgen noch nach? Nein. Warum nicht? Weil ich ehrlich gesagt immer ein bisschen Respekt davor habe, ob da Stürze passieren. Deswegen traue ich mich das. Super Geschicht. So Leute, hier Frühstück, ne? Jetzt ist es 7.40 Uhr. Heute alles ein bisschen später. So, wir haben unsere Fahrräder angeschlossen. Wir werden jetzt auf den Weg zum Startblock 1 machen, beziehungsweise an eine andere Stelle, weil der Anfang, glaube ich, neutralisiert ist wegen Kopfsteinpflaster. Falls die Info falsch ist, kommt nicht von mir. Ja, Mann, einen wunderschönen guten Morgen. Die Aufregung ist auf jeden Fall am Start, egal wie oft man irgendwo bei Wettkämpfen mitgemacht hat. Ja, mal gucken, ne? Diese Woche Bremen, Alter. Bin gespannt. Ja, und direkt hinterm Weserstadion ging es quasi los. Bin dann erstmal in meinen Startblock vorgerollt und dann ging es erstmal so ein kleines Kopfsteinpflaster hoch, bevor dann die offizielle Zeitmessung begonnen hat. Ja, und ich muss sagen, die ersten Kilometer habe ich einen Ticken entspannter empfunden, als es in Hamburg der Fall war. Das Pulk war nicht ganz so groß, nichtsdestotrotz gab es immer wieder, auch auf gerader Straße, wo es wirklich nur geradeaus ging, ja, wurde komplett abgebremst, man musste wieder Tempo rausnehmen, wäre fast ineinander gefahren. Und das war einfach super nervig, wo ich mir dachte, Mann, Alter, ich dachte, hier geht's mit Trieb nach vorne. Aber ich habe die ganze Zeit versucht, möglichst mich im vorderen Drittel meines Blocks aufzuhalten. Ja, und so hat man dann versucht, Stück für Stück so ein paar Positionen gut zu machen. Gerade in den Kurven, wenn danach wieder auf der Geraden voll reingedrückt worden ist. Ja, und bei den paar Höhenmetern, die dann kamen, dachte ich mir, ey, okay, jetzt zumindest ein paar Positionen gut machen, ordentlich reindrücken und solange links alles frei ist, einfach dran vorbeifahren. Und ja, so ging es langsam Stück für Stück immer weiter nach vorne.
Ja, und während bei den Cyclassics wirklich die meiste Zeit auf Anschlag gefahren worden ist, hatte man hier zwischendurch eher das Gefühl, bei einer RTF zu sein. Es war wirklich teilweise sehr entspannt, man konnte einfach mitrollen und sich gleiten lassen. Und ja, so habe ich natürlich auch versucht, möglichst viel Kraft zu sparen, um am Ende noch ein paar Körner übrig zu haben. Und zwischendurch konnte man tatsächlich nochmal das Bremer Umland genießen, sich mal rechts und links umschauen. Ja, und zwischendurch gab es dann immer mal so kleinere Tempoverschärfungen, wo man ein bisschen angezogen worden ist, aber recht schnell hat sich das gesamte Pulk dann wieder gesammelt. Vorne wurde es wieder langsamer und das war halt wirklich irgendwie ein bisschen nervig, wo ich mir gewünscht hätte, irgendwie so eine kleine Jahrmann-Truppe zu haben oder so. Vielleicht gibt es das irgendwann nochmal, wo man sich sammelt, umschaut und dann einfach mal versucht, ein bisschen das Tempo zu verschärfen, vielleicht auch mal nach vorne rauszufahren. Ja, als dann so langsam die letzten 10, 15 Kilometer angebrochen sind, habe ich nochmal versucht, ein paar Positionen gut zu machen, gerade auf den längeren Strecken, wo viel einsehbar ist, ja, bevor es halt in die Stadt geht und dann halt deutlich hektischer wird. Ja, und dann ging es so langsam die letzten Kilometer in die Stadt und man sieht richtig, wie sich alle Leute belauern, dicht beieinander sind. Ja, und dann begannen die letzten Kilometer und ich würde sagen, ich lasse es jetzt einfach mal unkommentiert laufen. Schaut es euch an, im Nachhinein hätte ich sogar vielleicht noch 2-3 Minuten früher draufhalten können, aber es hat richtig Bock gemacht und man konnte auch noch mal ein paar Plätze gut machen. I get through my day.
ist soweit. Geiler Zielsprung zum Ende nochmal. Ich hoffe, es war auf Video, ich bin mir nicht sicher. Leute, das war's mit dem Rennen. Hat auch wieder gut Bock gemacht, auch wenn es zwischendurch vom Feeling eher so eine RTF war. Aber es wurde dann zum Ende noch mal ein bisschen schneller. Ich glaube, von der Position her, wir warten auf die Ergebnisse, war das gar nicht mal so weit hinten. Ja, man, schöne Medaille hier mit den Bremer Stadtmusikanten sind das, glaube ich. Und das macht richtig Bock. Aber jetzt bin ich auch froh, 2 Rennen, 2 Wochenenden ohne Stürze reicht auch erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und ich möchte nochmal ein riesen Dankeschön sagen an all die Leute, die auch in dem Pulk, wo ich gefahren bin, ständig ankamen. Ey Max, danke für deine Videos und so. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Man liest manchmal nur die schlechten Kommentare, ärgert sich ewig drüber und denkt, Mann, ich will doch eigentlich nur die Leute motivieren und will nichts Schlechtes irgendwie. Von daher freut mich das immer umso mehr, wenn Leute mich persönlich ansprechen. Das Beste heute war, dass einer gefragt hat, yo Max, bei 43 ein Foto machen ist schlecht oder nicht? Ich meinte, ja, lass uns das später machen. Es hat Spaß gemacht. Falls ihr das Video bis hierhin geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Schokobrötchen in die Kommentare. Das haben wir uns jetzt, glaube ich, verdient. Es war wie immer ein Fest. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.